Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich ein paar juristische Grundbegriffe. Hier geht es um das Zurückbehaltungsrecht des Schuldners. Was heißt das? Zurückbehaltungsrecht des Schuldners. Zunächst einmal, wo ist das geregelt? Das ist geregelt im Paragraph 273 BGB, genauer gesagt im Absatz 1, 273 Absatz 1, Satz 1 BGB. Das heißt, wir sind hier im Schuldrecht, und zwar im allgemeinen Teil des Schuldrechts. So, was bedeutet das? Nun, wir haben nehmen wir an, einen Kaufvertrag, und wir haben den Schuldner des Geldes und den Gläubiger des Geldes. Der Schuldner des Geldes ist der Käufer und der Gläubiger des Geldes ist der Verkäufer. Und wie ist nun die Reihenfolge geregelt im Gesetz? Erstmal muss der Verkäufer bewirken, wie es so schön heißt, bewirken. Das ist also erstens, er muss seine Leistung bewirken, das heißt die Ware liefern, übergeben. Und dann erst muss der Schuldner leisten. Zweitens, der Schuldner muss bezahlen. Erst bewirken, dann bezahlen. Erst Leistung bewirken, dann bezahlen, so lautet die Formel. Und zwar sagt das Gesetz auch, dass der Gläubiger eine Vorleistung verlangen kann, aber der Schuldner muss das nicht tun, sondern das ist die vom Gesetz vorgesehene Reihenfolge, soweit sich nicht aus dem Schuldverhältnis etwas anderes ergibt. Also Ausnahmen, spezielle Verträge sind hier immer vorgesehen im Gesetz. Soweit sich nicht etwas anderes ergibt, ist das also die Grundregel. Und zwar warum? Es dient dem Schutz des Käufers. Er soll vor einer Vorleistung, soll er bewahrt werden, sodass er sein Geld bezahlt und die Ware niemals sieht. Zum Beispiel davor soll er geschützt werden. Okay, das war's für dieses Video. Klicken Sie nun unter dem Video auf www.sparsleindenk-shop.de. Warum? Weil Sie dort wertvolle Lernhilfen finden. Denken Sie daran, Lernen ist nicht harmlos. Sie können sich beim Lernen geistig, seelisch verletzen, wenn Sie mit falschen Materialien arbeiten. Genauso wie ein Handwerker sich verletzen kann, wenn er mit schlechtem Handwerkzeug arbeitet, können Sie sich verletzen, wenn Sie mit schlechtem Lernmaterial arbeiten. Also klicken Sie in meinen Shop. Dort finden Sie gutes Lernmaterial, seit 20 Jahren bewährtes Lernmaterial. Lernmaterial, das Sie wirklich weiterbringt, Ihnen hilft, Sie motiviert. Klicken Sie unter dem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.